Willkommen zurück zu Darksiders 3. Wir versuchen hier irgendwie die obere Etage zu erreichen und ich weiß noch nicht so ganz wie. Weil ich jetzt keine Möglichkeit sehe, wie ich da irgendwie hochkommen kann. Der Eskalator hat irgendwie über den Dino oder so was. Ich weiß nicht. Stell mich vielleicht auch einfach wieder blöd an. Oder erkenne das Essen das offensichtlich immer wieder nicht. Weiß nicht. Ja? Oh, ich bin ja doch reingerannt, Mann. Warte. Ernsthaft? So eine Durchsage von wegen, ja, der T-Rex war so und so groß. So und so Geräusche muss er gemacht haben. So. Okay, warte. Hin wollte, damit ich dann hier hin kann. So. Shit. Okay. Ich hasse diese kleinen Biester jetzt schon, ne? Ich weiß, ich bin ein bisschen eigen. Aber ich mag die nicht. Generell kriege ich hier im Moment viel zu viel Schaden. Zum einen von den Fallen, zum anderen von allem. Jetzt auch irgendwo hin. Okay, laut Totenkopf geht es in der Richtung. Das heißt, wir töten immer das andere Ding auf der anderen Seite. Nicht? Nur halt versuchen nicht, indem wir hier blöden Fallen hier reinzulaufen. Wäre ganz nett. Hallo. Oh, ernsthaft. Oh, ernsthaft. Hast du gerade noch heilen gedrückt? Aber nein, da steht natürlich einer um die Ecke und will dich immer abwerfen. Ja, so sieht's aus. Hm, toll. Bin ich hier in Dark Souls oder was? Dann halt jetzt nochmal mit Schmackes. Übt alles und so. Jetzt weiß ich ja, wie und wo ich lang muss. Jetzt kann es ja schneller gehen. Doch, ernsthaft? Kleiner Dreckspenner. Ich kann auch nicht auf die Felsen dazwischen irgendwie mal so draufhoppen. Das ist halt nicht. Er hat mich mitten aus der Luft geholt, ne? War wirklich wie geübt. Da habe ich nicht den Double Jump gemacht. Das geht jetzt schneller, ich weiß ja jetzt, wo ich lang muss. Dinge, die ich nicht sagen sollte, wenn ich ein Spiel spiele. Was? Ach Mann. Mein Finger auf eine kleine Ecke der Taste gekommen. So. Jo. Heil. Ja, komm, wirf. Ich weiß, dass du es willst.
kann ich in der Luft ausweichen. Oh Mann, wieso? Wie soll ich denn da vorbeikommen? Wie habe ich das denn vorgemacht? Das ist echt nicht wahr. Die werfen noch mal 5000 Stück von ihren Scheißknallerbsen, ne? Ich muss auf sein Lachen aufpassen, ja? Wenn ich dann halt springe, wenn er lacht. Wenn er keine Chance hat, eine Dinge zu werfen. Okay. Jetzt irgendwie an den ganzen 5000 Dingern hier vorbei, ja? Ohne zu sterben, das wäre cool. Warte. Zack. Nein. Oh, nimm doch einfach die Kante. Kante, das Rohr, wie auch immer. Warum? Weißt du, steht davor. Ah, nimm das Ding nicht. Jetzt wiederum schon. Warum? Warum Spiel? Aber das ist wirklich ein Kritikpunkt, den ich wirklich anmerken muss, von wegen so, das funktioniert nicht so ganz einfach. Das ist kein Fehler meinerseits, wie ich finde. Schlägt euch einfach in die Luft, warum noch nicht, ne? Aber. Okay, ist er tot. Und dir? Du bist auch tot. Okay. Mal heilen. Geh ich dann mitnehmen. Ui. Ist denn. Nee, jetzt ist das Ding weg. War das vielleicht. Oder ist es halt jetzt weg, weil ich das schon einmal kaputt gemacht habe? Dass die Fallen nicht nachspawnen? Oder wie ist das? So, dass man zumindest nicht wieder und wieder und wieder in dieselbe Falle immer fällt. So. Hier scheint jemand ziemlich sammelwütig zu sein. Herrin, dein Talisman. Sei vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Auch irgendwie ein Gang. Wo auch immer der hier hinführt. Löcher. Oh, die könnten. Können dahin führen, wo ich herkomme, oder? Sieht fast danach aus. Ja, hier haben die Biester das Zeug runtergeworfen. Diesen Mistdingern gibt es jetzt hier nicht nur unendlich fach. Also so über Spiel verteilt, meine ich, ne? Aber die geben mir echt nichts. Mal einer dazwischen ist okay. Nicht nur Merkbieter mit nur diesen Mistviechern. Hier kommen wir zu denen hin, wo hier das Item ist, was ich schon mal gesehen hatte. Ein Heilungsfragment. Das werde ich bestimmt gleich brauchen können. Eier. Ich brauche mal Eier. Oder gegebenenfalls auch nicht. Was ist das? Shortcut? Sieht gut aus. Nee, hier geht's weiter. Wow! Kollege Schnürschuh hier.
habe ich nicht gerechnet. Wo geht's denn hier noch hin? Hä? Hier kann ich doch her. Oder nicht? Oder so. Hä? Habe ich den Weg hier vorne geöffnet? War der vorher nicht begehbar? Bin ich verwirrt? Aufs Maximum? Ja, bin ich. Da geht's in das Spinnennest oder so, Käfernest, keine Ahnung was. Ach, hier kommen wir raus. Bei ihm. Okay. Ja. Zwischendurch haben wir schon wieder ganz vergessen, worum es hier geht. Ne? Zwischendurch waren wir auch noch in der Leere, also hier im Schlangenloch, für Getöns. Da vorne haben wir den Rotaugentypen an, den ich schon gefühlt 30 Mal versucht habe, ranzukommen. Ah, langsam schließt sich der Kreis hier zumindest. Juhu! So, easy. Gar kein Problem, first try. So, hier haben wir dann noch irgendeinen Durchgang. Hier habe ich ein Item zum Einsammeln. Zack. Ja, da vorne hier der Trägheit, den wir dann irgendwie mal umhauen wollen. Aber in der anderen Ecke ging es ja dann auch noch weiter. Ach, so viele Wege. So viele Wege. Und ich weiß auch jetzt schon wieder nicht, wo lang und so. Das ist bestimmt eine Falle. Oder auch nicht. Okay. Keine Falle. Einfach nur was zusätzlich zum Finden. Ist mir recht. So. Dann gehen wir hier durch. Runter. Hier lang. Ich hoffe, ich laufe jetzt richtig. Ja. Hier geht es dann quasi wieder zurück. Bitte warten. Und dann können wir dahin oder ordentlich gesammelt wird. Ich habe hier noch ein Item. Liegt dann auch noch was. Kann man so nicht liegen lassen. Da unten, wo wir quasi herkommen, hoffe ich. Müsste aber. Noch ein kleiner Loch auf. So. Dann kommen wir jetzt dahin, wo hier jemand ordentlich fleißig sammelt. Und Vulcan natürlich hier nochmal füttern. Womit das? Wie du so. Willst. Hier wird mich doch bestimmt gleich irgendwas attackieren, das mich dann daran hindert, hier irgendwie Zeug einzusammeln. Die Menschen waren voller Makel. Aber auf die Kunst verstanden sie sich. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Engel so neidisch auf sie waren. Hast du je einen dieser Vögel malen sehen? Du redest über Kunst. Jetzt? Hier? Das ist ein Museum. Ich weiß, dass wir eine Mission haben. Aber... Nicht die teure Wanne. Nicht jeder weiß, wie feinen Dinge ein Schatzkoppel Leben zu schätzen. Habgier. Fury. Willkommen in der Halle meiner Schätze. Leider hast du vergessen, den Eintrittspreis zu bezahlen. Dein Leben
Hol es dir, wenn du dich traust. Abschauen. Okay. Wow. Ja, komm, netter Angriff zu Beginn. Okay. Was tust du? Warum tust du? Was, Paul? Okay. Mist. Da war ich zu lange mit meiner Reaktion. Daneben. Mist, das war nicht ausweichen. Mist, das war auch nicht ausweichen. Ich will jetzt auch nicht meine Chaosform aktivieren. Ich kenne mich. Wenn ich das mache und ihn dann anhaue, dann hat er gleich die nächste Phase oder sowas. Jetzt denke ich mal, er hat gerade irgendwie Phasen übergangen, weil er hat sich eine Wanne geschnappt, mit der er zuhauen will. Dass das irgendwie seine neue Phase ist, oder? Ich habe keine Ahnung. So. Mist. Das hat mir nichts, das wird doch nichts. Das ist jetzt voll verschwindet. Egal. Den haben wir gleich zu Kleinholz hier gemacht. Ja, das wird schon wenig mehr. Macht relativ wenig Schaden, seine ganzen anderen Scheren hier machen so viel mehr Schaden. Was jetzt nicht heißt, dass ich das unterschätzen will, aber. Naja, siehst du ja, ne? Genießt deine Sammlung, habt ihr. Ein aller. Letztes. Was diese Kunstwerke wert waren? Das Leben eines Sünders. Who you gonna call? Juhui. Wer braucht schon ein Museum, wenn man hiermit eine Sammlung herumtragen kann? Ach, Banausen. Nein, ich wollte doch da. Da ist doch noch so viel Loot. Och Mann. Kommt gute Arbeit. Willkommen zurück, Fury. Es ist ja nicht so, als hatte ich eine Wahl. Entführst du all deine Gäste? Du wärst nicht so respektlos. Würdest du die wahre Macht kennen, die ich dir biete? Dein Kampf mit Habgier hat gezeigt, dass dir deine Mission mehr wert ist als Besitztümer. Ein weiteres Spielzeug für mich? Wie aufmerksam von dir. Die Sturmfähigkeit. Nutze sie weise. Warum gibst du mir nicht gleich all deine Geschenke, wenn du unbedingt einen Reiter bewaffnen willst? In Fahrt. Okay. Sturmfähigkeit. L, B und Y, um die Sturmfähigkeit zu aktivieren. Okay. Das Feuer, der Sturm. Und wie komme ich eigentlich zurück in die normale Form? Gar nicht mehr. Okay. Also außer ich sterbe halt, ne? Zumindest kann ich jetzt den ganzen Kram hier noch looten, was hier noch so ist. Das sind Engelsartefakte. So viel Zeug. Auch wenn so kleine Lurcheklumpen sind, aber auch das kann man. Ist ja alles wichtig und alles richtig. So, was kann ich jetzt mit der Fähigkeit machen? Also zum einen habe ich hier einen Speer. Okay. Ich kann langsam fallen. Aufladen ist das. Okay.
Habe ich jetzt noch irgendwas übersehen? Ich hoffe nicht. Sieht nicht danach aus. Okay. Wahrscheinlich erzählt er mir jetzt noch irgendwas, ne? Von irgendwas anderem. Mit dem Talisman meine Sünde kannst du die anderen Sünden. Ja, ich weiß. Übrigens, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, Fury. Bestimmt werde ich das tun. Naja, töte nicht gleich den Boten und mach Hackfleisch aus ihm, wie man so sagt. Gerüchte über dein kämpferisches Können gehen in bestimmten Kreisen herum, Reiter. Manche wollen dein Talent gerne auf die Probe stellen, falls du darauf eingehen willst. Will ich nicht. Aber falls du wolltest, aus Neugier oder Stolz oder reiner Gier, wie jede normale Person, sag Bescheid und das Schlangenloch befördert dich. Zur Feuerprobe. Feuerprobe? Nicht gerade subtil, oder? Sprach der furiose Reiter namens... Genug, Wohlgrim. Was springt für dich dabei raus? 10% von irgendetwas muss ein Dämon ja leben. Und für dich Belohnungen, die einen Krieger interessieren dürften, vorausgesetzt, du überlebst. Denk darüber nach oder lass es. Das müsste, glaube ich, auch nochmal ein DLC sein, ne? Es gibt irgendwie so ein DLC, mit dem du halt einfach Wellen bekämpfst und so. Ja, ich glaube, das ist das dann auch. Womit kann dir dieser Welt das? So, Seelenfutter habe ich nicht. Ich habe keine Seelen gekriegt. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken uns in der nächsten Folge mal die Feuerprobe etwas genauer an. Jetzt aber erstmal mache ich Tschö mit Ö und sage bis zum nächsten Mal.